eben schon mit Anastasia sich ausgetauscht. Worüber haben Sie gesprochen? Eigentlich war es toll, dass sie mich gleich begrüßt hat als Schwester mit den gleichen Herzen. Und ich glaube, das zeigt, egal wie prominent Menschen sind, aus der Musik, aus der Politik, aus Medien, dieses an Krebserkrankung verbindet einen auf eine andere Art und Weise. Da spielt die Prominenz überhaupt gar keine Rolle, sondern das, was man vielleicht was jeder erlebt hat, diesen Kampf und jetzt den gemeinsamen Wunsch, diese Erfahrung zu nutzen, andere zu unterstützen. Darum geht es heute. Was hat Ihnen in Ihrer Erkrankung geholfen? Mir hat tatsächlich geholfen, dass ich damit sehr offen umgegangen bin. Das war für mich wie so ein Befreiungsschlag. Und dann habe ich wahnsinnig viel Zuspruch bekommen von ganz vielen Menschen, vor allem Frauen, die mich angeschrieben haben, die mich auf der Straße angesprochen haben, was ich beim Einkaufen und gesagt haben, oh, Frau Schwesig, ich habe das auch hinter mir, das schaffen Sie. Und das gibt schon Kraft, wenn du merkst, du bist nicht allein. Was tun Sie heute für sich, um auch stark zu bleiben und gesund zu bleiben? Also auf jeden Fall Sport und Achtsamkeit. Ich glaube ganz fest dran, dass Sport Kampf gegen Krebs ist. Deswegen gehe ich gerne joggen. Und ich versuche auch ab und zu eine Reha zu machen, um wirklich auch immer wieder gegen die Folgen auch der Krebstherapie anzukämpfen und mir auch eine Auszeit zu nehmen. Sie sind auch Mutter, aber auch Landesmutter. Das sind große Aufgaben. Wie schaffen Sie das persönlich, so alles unter einen Hut zu bringen? Also die Aufgabe Ministerpräsidentin ist für mich wirklich ein Herzensanliegen und ich sehe da nicht die Arbeit, sondern für mich ist es Berufung und es ist eine total tolle Möglichkeit, auch wenn es gerade sehr schwer ist mit vielen Krisen, ja, etwas fürs Land zu tun. Und ich sehe die ganzen Menschen, die auch so viel machen, ehrenamtlich, ob im Sportverein, in der Feuerwehr und auch jetzt hier, die sich engagieren für andere Erkrankte. Und das gibt mir eigentlich Mut. Ich versuche ganz viel mit Leuten zusammen zu sein, die auch was tun. Daraus ziehe ich meine Kraft. Also vielen Dank. Danke.